Das Haus am Lützowplatz zeigt die erste institutionelle Einzelausstellung des Berliner Malers René Wirz. René Wirz ist in meinen Augen ein herausragender Maler, der für sich die Gattung des Stilllebens insbesondere neu erfunden hat. Die Dinge erscheinen auf diesen Bildern so, wie wir sie noch nie gesehen haben. Es ist ein starker, man könnte sagen, Formalismus oder auch eine große Abstraktion hinter diesen Bildgegenständen. Es sind Dokumente einer intensiven Begegnung zwischen dem Künstler und den Objekten, die er als geradezu als Person, als Persönlichkeit ins Atelier geholt hat. Alle Werke sind ohne das Zwischenmedium der Fotografie entstanden. Sie basieren allein auf genauester Beobachtung des Künstlers vor den Objekten selbst. Sie sind quasi durch seinen Körper hindurchgegangen. Auge und Hand sind im Wechselspiel zu erfahren. Die Bilder zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie alle unterschiedliche Formate haben. Denn die Proportionen der Rahmen ergeben sich aus den Proportionen der Gegenstände selbst. Ich glaube, dadurch sind sie auch so stark auf miteinander im Gespräch in der Ausstellung zu erleben und gleichzeitig öffnen sich die Arbeiten in den Raum hinaus. Alles wird plötzlich auch drumherum bedeutsam, genauso wie selbst sie selbst von großer Wichtigkeit in diesen Bildern erscheinen. Man versteht sie zu wenig, wenn man sie nur vom Realismus her begreift, die Arbeiten. Sie sind gleichzeitig eben auch von hoher Abstraktion und gekennzeichnet und gehorchen geometrischen Formen, die auch in ihrer Hängung im Raum wirken. Ganz entscheidend ist auch, dass René Wirz diese Gegenstände, die er vorfindet, die ihm gehören, die er sich zum Teil auch geborgt hat, immer auch als Gebrauchsgegenstände zeigt oder zum überwiegenden Teil. Sie sind benutzt worden, sie tragen Gebrauchsspuren, sie tragen Kratzer, Flecken, sind einfach Teil des Lebens geworden. Es sind nicht neue Produkte, wie sie vielleicht jetzt in Werbebroschüren erscheinen wurden, sondern es sind wirklich mit dem Leben verwobene Dinge. Und sie sind dadurch auch, sagen, in ihrer Vergänglichkeit gezeigt. Dadurch nimmt auch René Wirz eine große Tradition des Stilllebens auf, nämlich die des Naturmord, der Vanitas-Darstellung, also das, was sozusagen die Dinge als Symbol der menschlichen Vergänglichkeit. Und auch diese Ebene ist hier zu spüren. Sie sind provozierend in ihrer Faktizität. Es ist wirklich nur das gemalt, was er gesehen hat. Und gleichzeitig sind große symbolische Geschichten geradezu, die an ihnen gebunden sind und die sich sozusagen auch fortsetzen im Dialog auch mit den anderen Werken. So wie die Dinge, die auf den Bildern zu sehen sind, aus der Begegnung zwischen den Künstlern und ihnen im Atelier entstanden sind, erleben wir sie als Betrachter in Form einer Begegnung. Wir setzen uns auch körperlich mit ihnen in Beziehung, alleine schon durch die in der Regel großen Vergrößerungsmaßstab, der in den Bildern angelegt ist. In dieser Unnatürlichkeit auch des Sehens erkennen wir die Dinge viel deutlicher und genauer, als wir sie in Wirklichkeit sehen könnten.